Ja, der nächste Glutenfreitag ist absolviert worden gestern, und zwar mit Maisnudeln. Ich habe nur die halbe Portion gegessen, was ich nachher gleich einblende, und muss sagen, ich habe mich danach richtig beschissen gefühlt, und obwohl es glutenfrei war, einfach weil ich glaube, die Kochkost, das ist nicht mehr meine Welt. Also zumindest wie so eine große Pfanne, die habe ich früher immer gegessen und hat mir überhaupt nicht gut getan gestern. Ihr werdet es gleich sehen im Food Diary, was ich da gemacht habe, aber heute wäre wahrscheinlich wieder komplett Rohkost sein, weil also, das tut mir einfach gut. Ich merke das, Rohkost tut mir einfach gut und das ist meistens sowieso glutenfrei. Also von daher, ja, passt das alles. Die Gluteninfo des Tages. Woran merke ich eigentlich, dass ich vielleicht eine Glutenunverträglichkeit habe? Ja, zum Beispiel, wenn du pupsen musst, nachdem du Brötchen gegessen hast oder Brot. Und das ist mir in der Tat früher relativ häufig passiert und tat aber nichts weh. Aber vielleicht bin ich trotzdem Glutenunverträglichkeit. Letztlich interessiert es mich, glaube ich, gar nicht mehr mit dieser ganzen Glutenscheiße, weil bis auf Pizza Luigi, die ich gut vertrage, esse ich gar kein Gluten. Das ist für mich irgendwie überhaupt keine Challenge. Aber ich mache weiter, um einen großen dicken Hans raushängen zu lassen, dass ich 30 Tage glutenfrei gelebt habe. Naja, ich muss mir das mal überlegen. Der Tag startet nicht wie gewohnt mit Smoothies, sondern ich habe mir selbstgemachte Joghurts gemacht. Und ja, die werde ich jetzt essen. Ich hatte gerade den Mandeljoghurt, jetzt esse ich den Haselnussjoghurt und am Ende werde ich noch den Hanfjoghurt essen. Schmeckt gigantisch und bin total zufrieden. Ja, und da gibt es halt mal kein Smoothie, zumindest nicht zum Frühstück, aber vielleicht dann später im Tag. Es war unerträglich, keinen Smoothie zum Morgen getrunken zu haben. Aber jetzt ist die Zeit natürlich vorbei und es geht los. Wir haben unten Buchweizen, getrocknete, ungeschälte Hanfsamen, Moringa-Pulver, Gerstengraspulver, Weizengraspulver, Ginsengpulver, Neempulver. Dazu haben wir Algen, also Kelbalgen und Chlorella-Algen, dann exotische Früchtemischung, Himbeeren, MSM-Pulver, was ich eigentlich jedes Mal immer vergesse zu erwähnen, also MSM-Pulver ist natürlich auch immer jedes Mal drin, dann Lucuma, das ist ein Fruchtpulver, das mag ich noch alle, bin ich nicht begeistert, und heute neben Kiwi, Rote Beete, Brokkolistrunk, Petersilie, Birnen, Apfel und Bananen habe ich nur Spinat genommen. Und zwar ist das heute das erste Mal, wo ich bewusst auf Grünkohl verzichte, sondern nur Spinat nehme. Und es hat mir gestern oder vorgestern habe ich irgendwann mehr Spinat als Grünkohl genommen. Und ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo mir Spinat überhaupt nicht geschmeckt hat im Smoothie. Aber vielleicht braucht mein Körper das jetzt mehr. Und deswegen switche ich jetzt mal von Grünkohl zu Spinat. Das hat auch den Grund, dass ich Spinat in Bio-Qualität bekomme, was immerhin Best of the Rest ist. Und Grünkohl eben nur in normaler Qualität, und deswegen versuche ich mal einfach, ja, von Grünkohl auf Spinat zu switchen. Ich habe mir bei Chronometer noch nicht angeguckt, was das nährstofftechnisch bedeutet, aber rein gefühlstechnisch würde ich sagen, ja, ist mal an der Zeit. Zumal ja bald sowieso der frische Grünkohl in die Läden kommt. So, zum Abend heißt es mal wieder eine gute alte Pfanne. Und zwar ist das eine Schwarzwurzel-Erbsen-Auberginen-Zwiebelpfanne mit Maisnudeln. Natürlich glutenfrei. Ich bin auch noch bei der Glutenfrei-Challenge und ich habe mir eigentlich noch gar kein Ziel gesetzt. Ich glaube, am Anfang waren es 30 Tage und ja, werde es wahrscheinlich dann auf 30 Tage lassen oder ich muss mir überlegen. Auf jeden Fall, ich habe bis jetzt noch nicht so groß gemerkt, was glutenmäßig angeht. Von daher, naja, wir ziehen es erstmal weiter durch, weil es bereitet mir eigentlich so gut wie gar keine Umstände, glutenfrei zu leben. Und ja, das wird gewesen sein. Champignons sind noch drin. Genau.